Wegen des großen Sortiments sind Warenhäuser oder Kaufhäuser die Läden, die die Innenstädte zusammenhalten. Im Januar hat Galeria Karstadt Kaufhof zum dritten Mal Insolvenz angemeldet. Am Montag folgte nun das renommierte Alsterhaus direkt am Jungfernstieg. Der Betrieb im Alsterhaus läuft an diesem Dienstag wie gewohnt. Doch dieses Haus hinter mir steckt in Schwierigkeiten. Die KDW-Gruppe mit den Luxuskaufhäusern Oberpollinger in München, KDW in Berlin und dem Alsterhaus hat am Montag Insolvenz angemeldet. Und das trotz starker Umsätze. Die KDW-Gruppe teilte uns auf Nachfrage mit, dass das zurückliegende Geschäftsjahr mit knapp 728 Millionen Euro das umsatzstärkste der Unternehmensgeschichte war. Warum dann Insolvenz? Als Grund werden die exorbitant hohen Mieten genannt. Sie sollen fast 37% gestiegen sein und wurden ebenfalls an eine Gesellschaft des Signa-Geflechts gezahlt. Die rund 200 Mitarbeiter hier am Standort sollen weiterhin beschäftigt werden. Die Gehälter sind gesichert. In den nächsten 3 Monaten erhalten sie Insolvenzgeld. Und damit sollen die Türen des Kaufhauses wie heute geöffnet bleiben, zur Freude vieler Hamburgerinnen und Hamburger. Es ist ein altes Traditionshaus. Ich war da immer super gerne. Ich gehe da vor allem auch gerne durch. Also das ist einfach, irgendwie es gehört hier gerade zum Jungfernstieg irgendwie dazu. Es wäre sehr schade, wenn es dieses Kaufhaus nicht mehr gäbe. Ich meine, es ist halt schon so ein bisschen auch wie so ein Wahrzeichen. Also ich meine, ja, jede größere Stadt hat auch halt ein Nobelkaufhaus. Deshalb wäre es schon schade, wenn die jetzt gehen müssten. Halt alles ein bisschen problematisch, glaube ich, im Moment für alle großen Unternehmen durch die ganzen Internetgeschichten. Keiner hat mehr Bock, einkaufen zu gehen. Und deswegen denke ich einfach mal, ist so ein großes Haus nicht mehr tragbar in der heutigen Zeit. Aber es ist trotzdem schrecklich.